Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des BMS GBK. Ihr kennt das sicher. Wenn es wieder herbstlich wird und kalt und feucht und unangenehm, dauert es nicht lange, bis die erste Erkältung anklopft. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Schüttelfrost. Wenn dann vielleicht noch richtig hohes Fieber dazukommt, ist es mehr als nur unangenehm, sondern die echte Grippe. Das kann sogar lebensbedrohlich werden und hält einen deutlich länger ans Bett gefesselt als reine Erkältungskrankheiten. Die jährliche Influenza-Impfung schützt in hohem Maß vor einer Influenza-Erkrankung, vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen. Eine Impfung ist daher richtig sinnvoll. Der beste Zeitpunkt für die Influenza-Impfung ist von Ende Oktober bis Mitte November. Deswegen am besten jetzt gegen Influenza impfen, weil die echte Grippe ist echt nicht lustig. Mehr Infos auf impfen.gv.at/influenza. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Die hohen Energiekosten beschäftigen sehr viele von uns, genauso wie die Auswirkungen des Klimawandels. Aber ich kann euch heute eine wirksame Maßnahme empfehlen, die gut für das Klima und euer Geldbeutel ist. Mit dem Sanierungsbonus des Klimaschutzministeriums, der bis zu 14.000, ja ich habe richtig gehört, bis zu 14.000 Euro beträgt, könnt ihr eure Ein- oder Zweifamilienhäuser bzw. Mehrparteien- und Reihenhäuser thermisch sanieren. Thermisch sanieren bedeutet, dass Wände, Fenster, Türen und Dächer besser abgedichtet und gedämmt werden. Ihr habt dann geringere Heizkosten, einen höheren Wohnkomfort, steigert den Wert der Immobilie und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Cool, oder? Für weitere Infos zur Förderung geht am besten auf die Website www.sanierungsbonus.at. Ich wiederhole, www.sanierungsbonus.at. Und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Wenn man sich anschaut, wie gut viele Zeitungen und Zeitschriften mit dem Haider gelebt haben, die ihm ständig auf das Titelblatt gehoben haben. Und kurz ist es halt ähnlich, er ist eine Person, die polarisiert. Das kommt bei den Leuten an, gut oder schlecht, aber er polarisiert. Und davon profitieren die Medien, deshalb berichten sie häufig über ihn. Es sind halt einfach Persönlichkeiten, die aufregen und die ziehen. Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Es sind aufregende Zeiten in der österreichischen Innenpolitik. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist vor wenigen Tagen zurückgetreten, nachdem neue Vorwürfe gegen ihn seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekannt wurden. Die Regierung stand an der Kippe. Nun soll unter dem neuen Kanzler und bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg wieder Ruhe einkehren zwischen Türkis und Grün. Aber ist das wirklich vorstellbar? Wie eigenständig wird der neue Kanzler sein? Und was ist da eigentlich innerhalb der ÖVP passiert in den letzten Tagen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Moritz Moser, Politikredakteur bei der neuen Vorarlberger Tageszeitung. Willkommen, Moritz Moser. Schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Gerne, Barbara. Lieber Moritz, wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine Transparenzpassage, in der wir offenlegen, woher wir einander kennen. Das ist bei uns ganz einfach. Wir kennen uns tatsächlich schon lange, weil wir gemeinsam seinerzeit, wollte ich jetzt schon sagen, bei der NZZ Österreich, NZZ.at hat es geheißen, in der Redaktion zusammengearbeitet haben und auch sehr eng zusammengearbeitet haben. Ja, daran kann ich mich erinnern, liebe Barbara, und es ist auch eine gute Erinnerung. Insofern freue ich mich, dass ich heute mit dir sprechen darf. Das freut mich natürlich auch zu hören. Und deshalb duzen wir uns auch natürlich, weil selbst bei der NZZ man sich duzt, wenn man länger zusammenarbeitet. Und die zweite Frage ist, bist oder warst du für eine politische Partei beratend tätig? Nein, ich bin nicht für eine politische Partei beratend tätig und war es auch nicht und werde auch wenn es da anderslautende Gerüchte in Vorarlberg gibt, von keinen Politikern für irgendwas bezahlt. Hast du auch gleich damit aufgeräumt, sehr schön. Lieber Moritz, wollen wir gleich ins Thema hineinspringen sozusagen. Das ist die innenpolitische Turbulenz der letzten Tage in Österreich. Man ist ja einiges gewohnt, aber doch so viel auch wieder nicht. Nach den Korruptionsvorwürfen, nach veröffentlichten Chats ist jetzt passiert, womit niemand gerechnet hat, der Kanzler Sebastian Kurz ist zurückgetreten. Hättest du denn damit gerechnet, dass das jetzt so schnell geht?
Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht gerechnet, vor allem nachdem der Bundeskanzler am Freitag ja noch ein Statement abgegeben hat, in dem es eher danach ausgeschaut hat, als würde er planen, im Amt zu bleiben, zumindest bis zum erwartbaren Misstrauensantrag am Dienstag. Mittlerweile hat er dann offensichtlich doch seine Meinung geändert und da dürften die ÖVP-Landeshauptleute, die ja zuvor in einer Aussendung auch noch sehr dezidiert hinter dem Kanzler gestanden sind, dann innerhalb kürzerer Zeit ihre Meinung geändert haben. Ja, was ist denn da passiert, Moritz, in deinen Augen? Wir haben jetzt da doch ganz viele verschiedene Gerüchte kursieren, wer denn tatsächlich wann was gesagt hat. Was ist denn dein Blick darauf? Was glaubst du? Also, was ich jetzt sage, ist etwas, was ich für plausibel halte und eine Gemengelage aus Dingen, die man mir erzählt hat und die ich vermute. Also, sagen wir mal, wir reißen jetzt ein Theaterstück auf. Also, plötzlich haben wir diese Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt bei der ÖVP, bei der Mediengruppe Österreich, bei der Frau Kamersin und an privaten Wohnadressen. Und es wird rufbar, dass es da eben nicht um die bisherigen Ermittlungsstränge geht, sondern dass da eben jetzt noch ein Bestechungs- und ein Untreuevorwurf hinzugekommen ist und dass der Bundeskanzler von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier als Beschuldigter in zwei Verbrechen geführt wird. Gut, das macht natürlich innenpolitisch einiges an Dampf und bei den Grünen kocht es sowieso schon länger, weil man muss sich natürlich vorstellen, diese Partei hat Wahlkampf gemacht mit wir sind super sauber und wen würde der Anstand wählen. Und natürlich hat man da jetzt in der Koalition mit der ÖVP doch einiges schlucken müssen in den letzten Monaten und das war vielleicht das Schäufchen zu viel. Sprich, Grüne Nationalratsklub wagt den Aufstand und richtet Werner Kogler aus, jetzt geht's nimmer. Gut, dann muss der Kogler innerhalb weniger Stunden seine Meinung ändern, weil kurz davor hat er noch gesagt, die Regierung ist handlungsfähig und das ist alles, was zählt. Da waren die Vorwürfe im Kern schon bekannt. Dann geht er zum Grünen Club, dann kommt er raus und der Bundeskanzler ist nicht mehr handlungsfähig und man muss handeln. Gut, dann kündigen die Grünen an, dass sie mit den übrigen Klubobleuten im Nationalrat und mit dem Bundespräsidenten sprechen werden. Das heißt, bei der ÖVP schrillen alle Alarmglocken. Es könnte sein, dass sich das Ganze in Richtung einer Verbrüderung mit der Opposition gegen die ÖVP entwickelt. Könntest du dir vorstellen, dass dieses Gerücht stimmt, dass man auch die Landeshauptleute durchtelefoniert hat von grüner Seite? Das kursiert ja auch immer noch. Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja, dass man halt auch ausloten wollte, wie die ÖVP zu dem Thema steht. Kann man vorstellen, dass die Landeshauptleute zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bereit waren, eine Entscheidung zu treffen, weil sie schauen wollten, in welche Richtung die Dynamik geht. Es will ja, wenn jemand gestürzt wird, will nie jemand der Erste sein, der das Messer zückt, sondern da sind noch immer, stehen alle hundertprozentig hinter ihm, weil den Brutus, den erwischt es dann immer auch als Erstes. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass sich da eine gewisse Zurückhaltung in den ersten Stunden noch gegeben hat. Und man hat das ja auch gesehen in diesen Hurra-Botschaften, die da ausgesendet wurden ins Land von der ÖVP, so nur mit Kurz und wir können gar nicht ohne ihn. Und dann üblicherweise, wenn solche Aussendungen kommen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis derjenige weg ist. Gut, wir haben also diese Situation, dass da die Gefahr besteht, dass die ÖVP aus der Machtzentrifuge hinausfliegt. Die Grünen verhandeln mit der Opposition und die Frage ist, wie macht man weiter? Und dann passieren zweierlei Dinge. Einerseits macht es die FPÖ schwieriger, als es sein muss. Das heißt, also ich habe das immer für sehr naiv gehalten, zu glauben, dass die FPÖ jetzt eine Mitte-Links-Minderheitsregierung unterstützen würde. Das ist halt einfach, ja, das sieht man, wie manche Leute denken, weil sie halt, ja, na, das ist ja das Richtige und deshalb muss es ja gemacht werden. Aber das hat halt mit Machtpolitik nichts zu tun, natürlich auch nicht mit den Interessen der FPÖ. Dann hat die FPÖ aber auch gesagt, sie tendieren eher zu Neuwahlen und die anderen fürchten sich davor, was ich für eine Halbwahrheit halte. Und dann haben sie noch mehr oder weniger en passant, wie man das so schön sagt, eine Expertenregierung ausgeschlossen. Das heißt, da waren dann relativ wenige Optionen über, entweder mit der FPÖ in eine wirkliche Koalition einzutreten oder ein Beamtenkabinett als Übergang bis zu Neuwahlen zu machen oder sich noch einmal mit der ÖVP zusammenzurauschen. Auf der anderen Seite
Bei der ÖVP war die Panik da, dass das vielleicht mit der Opposition doch noch gelingen könnte. Und da hat man sich dann vielleicht doch bemüht, noch an der Macht zu bleiben, indem was Sebastian Kurz dann einfach bedeutet hat, dass es gelaufen ist. Aber woher kam diese Panik innerhalb der ÖVP? Weil ja doch, du hast es ja selbst gerade gesagt, es war doch relativ unwahrscheinlich, dass sich Rot und Blau zusammenraufen. Allein die Vorstellung, die SPÖ mit einer Pamela Rendi-Wagner, einer Virologin an der Spitze, und die FPÖ mit Herbert Kickl, einem, sagen wir mal, doch Politiker, der interessante Einstellung hat zur Impfung und zur Corona-Pandemie generell. Also warum, glaubst du, ist diese Panik entstanden? Das ist jetzt rein spekulativ, da kann es mehrere Gründe geben. Es kann einerseits eben sein, dass Gerüchte entstanden sind, dass da eine Einigung bevorsteht. Es kann natürlich auch sein, dass die ÖVP vielleicht auf die Schnelle wirklich eine Umfrage ins Land geschickt hat, also die nicht für die Veröffentlichung gedacht war und die auch nicht gefälscht werden sollte oder vom Finanzministerium bezahlt werden sollte, sondern eine Umfrage, die wirklich von der ÖVP bezahlt für die ÖVP gemacht wird, wo es eben um die Perspektiven bei einer allfälligen Neuwahl ginge. Und es kann auch durchaus sein, dass man vielleicht den Spitzenkandidaten abgefragt hat und dass man da vielleicht nicht die Werte erreicht hat, die man sich erhofft hätte. Auch eine Option. Also ich sage nicht, dass das stattgefunden hat, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass dem so gewesen ist. Und entsprechend kann sein, dass dadurch auch diese Panik entstanden ist, dass sich jetzt vielleicht die Opposition kurzfristig einigt und dann absehbar schnell in Neuwahlen geht, bevor die ÖVP die Möglichkeit hat, sich neu aufzustellen. Also hat man halt versucht, diesen Kompromissweg zwischen schwarzer und türkiser Seite zu finden. Kurz zieht sich formal zurück, bleibt im Hintergrund als Clubobmann und gibt das Kanzleramt ab. Und dann ist es natürlich die Frage, an wen. Und da hat es dann den Herrn Schallenberg getroffen. Jetzt gibt's ja eben, wir sind ja noch mitten in einer Zeit, wo die Gerüchteküche heiß läuft und wo man immer neue Geschichten hat. Es gibt ja zwei Versionen. Alexander Schallenberg, bisheriger Außenminister, als neuer Kanzler war die Idee von Kurz und seinem Umfeld. Und es gibt die Version, Alexander Schallenberg war die Idee von den Landeshauptleuten, den mächtigen Landeshauptleuten der ÖVP. Zu welcher Version tendierst du, Moritz? Ich kann mir vorstellen, dass man sich tatsächlich auf ihn geeinigt hat, aber ich glaube, dass er für die Kurzpartie schon eine sehr gute Wahl ist, weil wenn man mal alle Minister durchgeht und sich fragt, wie die geeignet wären oder aufgrund des Naheverhältnisses zu diesem Korruptionsskandal auch noch fähig wären, das zu machen, dann fallen einmal natürlich nach dem Rücktritt von Kurz der Blümel schon mal flach, weil der wird es wahrscheinlich eher nicht werden. Dann haben wir Leute wie die Frau Edtstadler, die das schon für sich ausgeschlossen hat, die aber auch nicht zum engsten Kurzkreis gehört. Dann haben wir die Riege der ÖVP-Minister, die schlichtweg aufgrund des vorhandenen Rüstzeuges nicht fähig sind, Bundeskanzler zu machen. Das ist die Verteidigungsministerin, der Innenminister, dann die Frau Raab. Also das gibt es eine gewisse Liste. Dann gibt es Leute, die ein kleines, aber doch vorhandenes Eigenleben entwickelt haben und denen man das nicht, deshalb nicht geben kann, wie der Herr Bildungsminister. Dann gibt es die Eli Köstinger, auf die vielleicht auch das Problem mit dem Rüstzeug zutrifft und gleichzeitig aber auch ein gewisses Naheverhältnis zum Herrn Bundeskanzler vorhanden ist. Also da auch die Frage ist, wenn quasi die aus seinem engsten Umfeld jetzt nachrückt, wie, da wäre der Hampelmann-Vergleich noch viel stärker ausgefallen vermutlich. Also es ist eigentlich Schallenberg die logische Wahl, muss man sagen. Er ist der Einzige in der Regierung, der sowohl das öffentliche Auftreten hat, einfach eloquent ist und gleichzeitig eine ausreichende Ferne zur Gruppe um Kurz und aber auch wieder ein ausreichendes Naheverhältnis zu ihnen, weil man darf ja nicht vergessen, er ist ja auch der einzige Minister aus der Bundesregierung Bierlein, der dann in die Bundesregierung Kurz übernommen wurde. Also da gibt es natürlich schon ein Naheverhältnis und insofern war er bis zu einem gewissen Grad die logische Wahl. Und ob jetzt die Landeshauptleute ihn vorgeschlagen und der Kurz ihn akzeptiert hat oder umgekehrt, jedenfalls hat man sich darauf geeinigt. Jetzt ist eine Frage, die viele umtreibt. Es gibt diese türkise ÖVP unter Sebastian Kurz, die er quasi gebrandet, erfunden hat. Und es gibt ja die schwarze ÖVP, die so die alte ÖVP. Und jetzt hört man immer wieder, dass es bevorstehen könnte, dass innerhalb der ÖVP es quasi zwei ÖVPs gibt, so wie es früher unter Haider, da kommen jetzt oft die Vergleiche, unter Jörg Haider, ja, die FPÖ, dann gab es das BZÖ, dann gab es die FPK etc. Siehst du da eine Gefahr für die ÖVP, dass sie sich quasi spaltet in zwei Parteien, die auch miteinander Konflikte austragen?
Ich sehe es jetzt nicht unmittelbar, aber ich kann es mir schon vorstellen. Also wenn jetzt die schwarze ÖVP vielleicht versucht hätte, den Kurz völlig auszuschalten und alle seine Leute, dann hätte es schon die Gefahr gegeben, dass da ein türkises BZÖ auftaucht. Also das würde ich nicht ausschließen. Grundsätzlich glaube ich, dass einfach die schwarze Hälfte dieser Partei Probleme hat, einen alternativen Kandidaten aufzustellen. Da traut sich auch noch niemand aus der Deckung oder hat versucht, irgendwas aufzubauen. Sobald es eine Alternative zu Kurz gibt, hat man was anzubieten, was vorzuschlagen, was zu wählen, was zu ernennen. Aber bis dahin ist es halt einfach nicht gegeben. Und man hat es ja jetzt gemerkt, der Nachfolger von Kurz ist ja niemand, der von außen kommt, aus den Ländern kommt, sondern das ist jemand, der bereits im Regierungsteam war. Und das zeigt ja auch, dass die Landeshauptleute da jetzt zwar einen Schuss vor den Bug gesetzt haben, aber sich von diesem Kurzerfolg in mehrerlei Hinsicht noch nicht trennen wollen. Über diesen Kanzler Alexander Schallenberg wollen wir dann noch gesondert sprechen. Aber Moritz, die Frage, die sich jetzt auch stellt, ist, was passiert eigentlich mit dem sogenannten System Kurz? Was ist dieses System Kurz überhaupt? Das System Kurz, wenn man von so einem solchen sprechen will, ist natürlich ein politisches Netzwerk. Und politische Netzwerke darf man sich nicht immer als kompakte Masse vorstellen. Das sind natürlich verschiedene Stakeholder, die miteinander interagieren, teilweise mehr, teilweise weniger. Was dieses unter Anführungszeichen System Kurz von anderen Systemen unterschieden hat, ist die unglaubliche Loyalität innerhalb dieses Netzwerkzusammenhangs und die Professionalität auch, die an den Tag gelegt wurde. Das heißt, man hat hier wirklich Profis aus dem PR-Bereich, aber auch aus dem Consulting-Bereich geholt, die da mehr oder weniger ein Projekt aufgestellt haben, wie man auch ein Unternehmen aufstellen würde. Und es gibt ja auch jetzt diesen Gerichtsprozess in den USA um diese Startup-Milliardärin, die da irgendeinen Bluttest oder was angekündigt hat, der da nie was geworden ist. Und mir kommt jetzt gerade dieser Vergleich hoch, weil es hat halt schon eine gewisse Parallele, weil man hat ein sehr gutes Produkt aufgebaut und man hat halt kein Produkt im eigentlichen Sinn gehabt. Das heißt, man hat halt das Ganze mit Slogans verkleidet, die Leute gerne hören. Also keine Ausländer gegen Faulenzer im Sozialstaat und so weiter. Also das sind jetzt Ausdrücke, die ich verwende, aber im Endeffekt ist es auf das hinausgelaufen und hat die Migrationsdebatte zugespitzt und der FPÖ abgenommen. Und das hat man alles sehr professionell gemacht, aber im Endeffekt hat man nicht wirklich ein Programm gehabt, was man eigentlich will. Kurz hat zum Beispiel auch einmal gesagt, wir machen Österreich zum Spitzenreiter in Sachen Transparenz und dann hat man das Informationsfreiheitsgesetz, das mit den Grünen eigentlich paktiert war, dann mittlerweile in irgendwelchen Ausschüssen versanden lassen und keiner glaubt mir so recht, dass das jetzt noch kommt. Also es kann sein, dass der Skandal jetzt einiges dazu beiträgt und es vielleicht doch noch durchgedrückt wird, aber grundsätzlich waren von diesen vielen Ankündigungen dann in der Substanz, in der Gesetzgebung relativ wenige Sachen da, die übrig geblieben sind. Und man hat halt einfach Wähler angeworben für ein neues politisches Produkt. Und das hat man sehr erfolgreich gemacht. Ja. Innerhalb dieses Systems sind dann halt auch Zusammenhänge aufgetaucht, dass da jeder, der dabei ist, natürlich auch sein Schärflein beitragen will. Und je nach seiner charakterlichen Stärke und seiner persönlichen Fähigkeit, das halt auf seine Art und Weise macht. Und beim Herrn Schmid hat sich halt gezeigt, dass er, wie der Herr Arbeitsminister Kocher gesagt hat, einfach jemand war, der gerne angibt. Das glaube ich auch sofort und man sieht das ja auch in diesen Chats. Der Schmid ist ein Wichtigmacher da drinnen. Er will zu Diensten sein. Er ist unglaublich dienstbar in all diesen Dingen. Er schreibt dem Kurz auch Sachen, wo der Kurz sich dann so lapidar bedankt. Er plaudert aus, dass der Finanzminister Schelling, für den er ja damals eigentlich gearbeitet hat, dass der irgendwelche Termine hat mit dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler. Etwas, was der Kurz sicher auch ohne den Herrn Schmid gewusst hätte. Aber der Schmid schreibt es ihm halt, weil er halt einfach wichtig sein will. Und man merkt in diesen Chats schon stellenweise auch, dass er dem Kurz ein bisschen auf den Geist geht. Also es gibt bestimmt ein nahe Verhältnis zwischen den beiden, das größer ist als das, was der Bundeskanzler dann öffentlich darstellen wollte. Aber dieses nahe Verhältnis ist von Seiten von Schmid zu Kurz schon eindeutig abschüssig. Und das sagte aber auch die WKStA, dass es eine klare Über- und Unterordnung hier gegeben hat. Der Schmid wollte dem Kurz gefallen und der Kurz hat sich halt des Schmiedes bedient für alle Dinge, die er halt von ihm gebraucht hat. Aber diese Inhaltslehre, die du jetzt angesprochen hast, dass es quasi so wie ein Produkt war, wo man aber jetzt nicht wirklich
also quasi, es gab eine Kulisse oder es gab eine schöne Verpackung, aber nicht sehr viel dahinter. Diese Inhaltslehre ist ja etwas, das immer wieder erwähnt wurde bei der Frage, was will Kurz eigentlich? Ja, also da ist ein junger Kanzler in Österreich an die Macht gekommen und man fragte sich über die Jahre immer wieder, was ist die Vision dieses Kanzlers oder dieses Politikers? Hast du da für dich darauf eine Antwort gefunden? Ich glaube schon, dass seine Vision Macht war. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein inhaltlich interessierter Mensch ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist einfach der talentierteste Politiker, den wir jeweils hatten. Also im Innenpolitikjournalismus sagt man immer Politik, wenn man einfach nur alles meint, was sich an Gerüchten, an Machtstrukturen und so weiter rund um politische Entscheidungen abspielt, ohne dass es eigentlich inhaltlich Entscheidungen selber betrifft. Und ich glaube, dass Kurz das einfach perfektioniert hat. Und ich glaube, dem hat auch sein Interesse gegolten. Ich glaube, er war einfach gern jemand, der Politik gemacht hat, ohne Politik zu machen. Ist es sozusagen eine zeitgenössische Erscheinung? Also würdest du so weit gehen und sagen, das ist so wie, weiß ich nicht, so wie gewisse Modestile manchmal in sind und dann aber wieder komplett out und niemand interessiert sich mehr für sie? Ich weiß nicht, ob das so schnell verschwinden wird, aber es ist natürlich eine zeitgenössische Erscheinung, weil wir in einem Zeitalter leben, in dem man den Leuten viel erzählen kann, ohne ihnen irgendwas liefern zu müssen. Man glaubt am Facebook-Posting schneller mal was oder irgendeinen Bericht und dann gibt es da eine böse Verschwörung von allen anderen, weil die berichten das nicht. Aber mit der Substanz beschäftigen sich eigentlich wenige. Und wenn sie glauben, dass sie sich mit der Substanz beschäftigen, sind sie eigentlich immer noch am Werbefolder dran. Und in der Politik ist es im Endeffekt auch so. Also man sieht es ja jetzt auch wieder, was da Dinge für hanebüchene Geschichten behauptet werden, auch von der ÖVP im Zuge dieser Rücktrittskausa jetzt, wo es Aussendungen gibt. So, ja, Sebastian Kurz wurde zweimal mit großer Mehrheit von der österreichischen Bevölkerung zum Bundeskanzler gewählt. Das stimmt doch einfach nicht. Es ist einfach gelogen und ich sage jetzt wirklich deutlich Lüge, weil die ÖVP das wissen musste und sicher auch gewusst hat, dass der Bundeskanzler vom Bundespräsidenten ernannt wird und nicht vom Volk gewählt wird und nicht einmal irgendwie indirekt und bla bla bla. Kurz hat bei der letzten Wahl 37,5% gemacht. Das ist viel, das ist nicht wenig, aber es ist keine Mehrheit und er ist auch in dem Sinn nicht einmal symbolisch zum Bundeskanzler gewählt worden. Er ist halt der Spitzenkandidat der stärksten Partei geworden, hat dann auch eine Regierung gebildet und ist zum Bundeskanzler ernannt worden. Aber so diese Geschichten, die man halt da erzählt, um etwas schöner wirken zu lassen oder in dem Sinne wirken zu lassen, wie man es gerne hätte, nämlich, dass der Kurz nicht auf die Institutionen der Verfassung, auf das Parlament und den Bundespräsidenten angewiesen ist, weil er ja ein vom Volk bestimmter Bundeskanzler wäre, das sind halt einfach so Werbesprüche und das zieht sich bei dieser neuen Volkspartei von Anfang bis zum Ende durch. Das ist ja auch etwas, das für sehr große Kritik gesorgt hat. In diesem Jahr war das schon mehrfach der Fall, dieser Angriff auf die Institutionen und auch etwas, ein Tonfall gegenüber der Justiz aufgrund anhaltender Ermittlungen seitens der WKStA, den man so von einer Regierungspartei jetzt nicht kannte unbedingt. Also man kannte wieder Jörg Haider, fällt mir sofort ein als Vergleich, mag dem geschuldet sein, dass ich in Kärnten aufgewachsen bin, dass ich so eine gewisse Fixierung habe, aber der ja auch die Institutionen immer angegriffen hat. Aber das hat sich jetzt ja auch bei Kurz wiederholt gezeigt gegenüber der WKStA, auch bei Hanger kam das immer wieder vor. Was ist denn da passiert innerhalb der ÖVP? Die Leute um Kurz herum, die türkise Gruppe, die hat sich von der Struktur der ÖVP bis zu einem gewissen Grad ernährt und gleichzeitig aber auch entkoppelt. Das heißt, man hat diese Strukturen genutzt, um nach oben zu kommen. Man hat diese Strukturen teilweise auch übernommen. Aber diesen schwarzen Deep State, den hat man als Hindernis, als Erbe dieser rot-schwarzen Koalition, die ja bei Kurz eigentlich immer der Teufel schlechthin ist, die man eigentlich nie wollte, erfasst und hat dann auch diese Leute teilweise auch beseitigt. Also wenn man sich anschaut, wie im Wirtschaftsministerium beispielsweise hochverdiente ÖVP-Beamte beseitigt wurden von den Türkisen und durch eigene Günstlinge ersetzt worden sind, da sieht man, dass man eigentlich vor diesem Proportsmonster, das aber natürlich auch teilweise seine Vorzüge hatte und wo nicht nur die schlechtesten Leute nach oben gekommen sind, ich bin jetzt der Letzte, der den Proporz in den Himmel lobt, aber man hat halt vor dem keinen Halt gemacht. Und dementsprechend hat die ÖVP natürlich unter Kurz auch weniger Respekt vor der Justiz, die an und für sich immer eine ÖVP-Hochburg war, wenn man so sehen will. Also diese Institutionenfeindlichkeit, die wir bei Haider gesehen haben, hat halt Kurz mit
diesen Populismus, den er da bei der ÖVP eingeführt hat, teilweise übernommen, weil er eben auch kritisch gegenüber diesen Strukturen ist, die seine Partei selber geschaffen und beherrscht hat. Aber ohne zu versuchen, diese Strukturen aufzubrechen, hat er mal im Untersuchungsausschuss gesagt, ich habe das System nicht erfunden. Ja. Aber er hat es weiter genutzt, aber halt dann für seine Leute, für die Türkisen und so weiter und nicht mehr für die Schwarzen, die da teilweise schon seit Generationen sitzen. Was hat das eigentlich in deinen Augen innerhalb der ÖVP gemacht? Du sagst gerade selbst, die Justiz war jahrzehntelang in Österreich, sagen wir so, sehr konservativ zumindest strukturiert. Also es gab kaum einen Nicht-ÖVP-Justizminister in Österreich. Und da wird jetzt so hingeschossen von Seiten der ÖVP. Hat das nicht auch einen Konflikt darauf beschworen? Natürlich. Und ich glaube, dass diese Leute, die dort sitzen und plötzlich unter Anführungszeichen von ihrer eigenen Partei angegriffen werden, das schon sehr mit Fassungslosigkeit sehen. Aber wie viele Stimmen sind die ÖVP-Richter in Österreich, wenn man es jetzt auf eine Wahl ummünzt? Nicht sehr viele. Aber es geht natürlich da auch um strukturelle Macht und um die Weitergabe von Macht. Es gibt natürlich nicht nur ÖVP-Richter, das wäre jetzt eine Überzeichnung. Aber es ist natürlich der Juristenstand generell eher strukturkonservativ und dass da, aus dem sich die Richter schöpfen, jetzt nicht unbedingt eine linke Veranstaltung wird, auch wenn die ÖVP das jetzt mittlerweile behauptet, wird an und für sich niemanden wundern. Und wenn man jetzt da angegriffen wird, dann treibt man halt diese Leute eher zu, ich vermute jetzt einfach mal, den Neos. Moritz, wie sieht jetzt die Zukunft von Sebastian Kurz aus? Ist es denkbar, dass er noch einmal als Spitzenkandidat für die ÖVP in eine Wahl geht? Ist es denkbar, dass er eine eigene Liste gründen wird? Lass uns so ein bisschen orakeln. Was ist da so, was sind so deine Gedanken? Ja, ich halte beides für denkbar, aber dass er Spitzenkandidat der ÖVP wird, dafür läuft ihm jetzt einfach auch die Zeit davon. Das heißt, an und für sich müsste die ÖVP jetzt schauen, dass sie sich in den Umfragen einigermaßen stabilisiert und dann in Neuwahlen geht, und zwar bevor Sebastian Kurz angeklagt wird. Sobald es da eine rechtskräftige Anklage gibt, wird es schwierig, weil mit einem Angeklagten in einen Wahlkampf zu ziehen, das stelle ich mir eigentlich eher wenig vielversprechend vor. Sogar wenn die ÖVP erste Partei werden sollte, wird das einfach schwierig. Gleichzeitig hat da natürlich auch nur noch wenig Wahl, was die Koalitionspartner betrifft. Ich meine, natürlich, wir haben es ja jetzt gesehen, solche Versprechen von nur mit Kurz sind genauso viel wert wie die Versprechen niemals mit Kurz, die jetzt von anderen abgegeben werden. Aber grundsätzlich müsste die ÖVP nach einer Wahl schon einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen, dass jetzt beispielsweise die SPÖ oder die FPÖ oder die Grünen mit ihnen nochmal in eine Koalition gehen oder die NEOS, wenn es sich mit ihnen ausgeht. Beim Kicker kann ich mir durchaus vorstellen, dass das was Persönliches ist und dass er eher sich eingraben lässt, als dass er den Kurz zum Kanzler macht. Aber auch da weiß man, was man dem Kicker anbieten kann. Aber gleichzeitig, ich stelle es mir da deshalb vor allem schwierig vor, weil der Kicker, sogar wenn er jetzt bereit wäre, den Kurz nochmal zum Kanzler zu machen, was ich eher nicht glaube, dann sicher auf dem Innenministerium bestehen müsste, einfach um auch innerparteilich nicht wie der letzte Trottel dazustehen. Und das kann ihm wiederum die ÖVP nicht geben, weil sie den ich ja damals entlassen habe. Also zwischen Kickl und der ÖVP wird es, glaube ich, einfach nicht funktionieren, solange Kurz dort ist. Und auch wenn Kurz weg ist, wird die ÖVP erklären müssen, warum sie Kickl zum Innenminister hat. Aber das wird sich noch, eines von beiden wird sich irgendwie durchdrücken lassen, aber beides zusammen, also Kickl gegen Kurz und ÖVP gegen Kickl im Innenministerium, das wird schwer laufen. Ob Kurz jetzt eine eigene Liste aufmacht, das wird man sehen. Also das ist die Frage, wie verzweifelt er ist. Mein Problem, das ich habe, ist halt, ich vermute, dass Kurz Schwierigkeiten haben wird, wo unterzukommen, wenn er nicht in der ÖVP irgendwas macht, weil er hat ein abgebrochenes Jus-Studium und ich will mir jetzt da nicht über ihn lustig machen, weil ich bin auch nur Politikwissenschaftler, also ich weiß, dass es jetzt doch Studien- und Ausbildungsstränge gibt, die es einem schwer machen, jetzt unmittelbar und schnell einen Job in der Privatwirtschaft zu finden. Ich gehe davon aus, dass es dem bald ehemaligen Bundeskanzler ähnlich gehen wird und vor allem, wenn man gegen einen ermittelt wird und das öffentlich bekannt ist, wird ihn halt auch kein Konzern irgendwo auch nur mitleidshalber versorgen, sondern da wird er halt wirklich Probleme haben. Also dann muss er halt bei der Agrana untertauchen oder so irgendwas, wann die ihn noch nehmen. Wird ihm so ein Karl-Heinz Grasser Schicksal blühen? Ist das vorstellbar? Dafür hat er zu wenig reich geheiratet. Mhm.
Also ist es denkbar für dich, dass er ganz aus der Politik ausscheidet? Das hast du jetzt ja quasi verneint. Ja, eben, das ist also meine Vermutung, dass er möglicherweise doch so verzweifelt ist, eine eigene Gruppierung aufzumachen, geht eben dahin, dass er das zwangsläufig machen muss, weil er sonst nirgendwo unterkommt. Und man hat es ja dann auch bei Strache gesehen, der ja seinen Rücktritt aus der Politik angekündigt hat und dann plötzlich doch noch kandidiert hat da in Wien und dann halt eh nichts gerissen hat. Aber der braucht halt auch die Kohle und der muss halt auch schauen, wo er bleibt. Und so wird es dem Kurz halt auch gehen. Weil irgendwann sind auch die guten Bezahlungen aus dem Bundeskanzleramt vorbei und dann muss man halt schauen, wie man weitermacht. Moritz, eine Frage stellt man sich ja ohnehin aktuell, und zwar, woher diese fast schon Fixierung auf die Figur Sebastian Kurz kommt. Also man hat ja den Eindruck, selbst jetzt, wo er zurückgetreten ist, wo es einen neuen Bundeskanzler geben soll, wo man weitermachen möchte, ist es eigentlich dieselbe Geschichte, die die letzten Jahre schon die österreichische Innenpolitik bestimmt hat, möchte man fast sagen, zumindest wenn man Medienkonsumentin ist. Was macht Sebastian Kurz? Woher glaubst du, ob man ihm jetzt, egal wie man ihm jetzt gegenübersteht, er hat auf jeden Fall so stark polarisiert wie niemand anderer. Woher glaubst du, kommt das? Diese Faszination für ihn, ob es jetzt eine negative Faszination ist oder eine positive? Ich glaube einfach, dass man in Österreich auch gewohnt ist, Politik sehr stark an Persönlichkeiten auszurichten. Also das ist in Deutschland auch, aber bei weitem nicht so stark der Fall wie bei uns. Und bei uns sind nicht nur die öffentliche Wahrnehmung, sondern auch der ganze Medienzirkus darauf ausgerichtet. Wenn man sich anschaut, wie gut viele Zeitungen und Zeitschriften mit dem Haider gelebt haben, die ihm ständig auf das Titelblatt gehoben haben. Und Kurz ist es halt ähnlich, er ist eine Person, die polarisiert. Das kommt bei den Leuten an, gut oder schlecht, aber er polarisiert und davon profitieren die Medien, deshalb berichten sie häufig über ihn. Es wird halt, es war beim Grasse ja auch dasselbe, oder? Wie oft hat es der dann noch in die Schlagzeilen geschafft wegen irgendwelcher Ermittlungsstränge? Also ich will das jetzt nicht kleinreden und das Verfahren gegen ihn auch nicht, aber das hat dann schon, also in anderen Wirtschaftskriminalsachen ist es halt weniger interessant. Es sind halt einfach Persönlichkeiten, die aufregen und die ziehen und dementsprechend vermute ich auch, dass es Kurz uns noch länger auf die eine oder andere Art und Weise medial erhalten bleiben wird, weil er ist halt eher nicht so der Typ, der dann wie ein Vorarlberger Landeshauptmann in die Pension verschwindet und nie wieder was von sich hören lässt, sondern der ist halt eher derjenige, der dann auf der einen oder anderen Party wieder aufschlagen wird. Kommen wir zur Unschuldsvermutung, die ja sehr wichtig ist für den Rechtsstaat. Ja, das ist ja unbestritten. Die war so oft in den Medien in den vergangenen Wochen wie selten zuvor. Hast du den Eindruck, dass man das Prinzip Unschuldsvermutung, dass jemand wirklich erst schuldig ist, und auch so behandelt werden sollte, wenn ein Gericht ihn verurteilt hat, im Falle von Kurz und auch den anderen jetzt, gegen die ermittelt wird, verletzt hat und immer noch verletzt? Na, davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Wenn dem so wäre, hätte die ÖVP die Betroffenen mit Klagen überzogen, wie sie es ja in der Vergangenheit auch gemacht hat. Also wenn sie wirklich Fälle hätten, wo jemand schreibt, na, schaut euch an, den Kurz, den Verbrecher, dann wäre eh schon die Klage im Haus. Also da hat die ÖVP sich nicht geziert, was das betrifft. Insofern habe ich da auch kein, ich will nicht sagen schlechtes Gewissen, weil ich habe es sowieso nicht gemacht, aber ich glaube auch nicht, dass die Medien eines haben müssen, dass sie es gemacht haben. Die Unschuldsvermutung ist wichtig und man muss sich das mal im Kern anschauen. Oder? Es geht darum, dass man jemand verdächtig wird, dass nicht die Zeitung schreibt, so sieht ein Mörder aus, so ist ja auch schon vorgekommen. Also wo wir jetzt auch heute mit der Femizid-Debatte oft das Problem haben, dass eben gefordert wird, naja, er hat die Frau ermordet und das soll man auch schreiben. Ja, aber das kann man eben nicht schreiben wegen der Unschuldsvermutung. Deshalb immer hat seine Partnerin mutmaßlich getötet und so weiter. Das sind halt sehr schwierige gesellschaftliche Ausverhandlungsprozesse auch, aber die Unschuldsvermutung ist da eben eine Schranke, die auch für einen Mörder gilt und die auch für jemanden gilt, der eines schweren Verbrechens beschuldigt wird, bis er dann eben verurteilt ist. Ich sehe nicht, dass man das beim Herrn Bundeskanzler verletzt hätte. Was ich aber sehr wohl sehe, ist, dass der Herr Bundeskanzler und die Entourage um ihn herum versucht hat, aus der strafrechtlichen Unschuldsvermutung eine politische zu zaubern, nämlich dermaßen, dass eigentlich ein
Politiker in Österreich nur dann zurücktreten muss, wenn er schon in dritter Instanz verurteilt ist. Das ist halt eine liebenswerte Theorie, die die ÖVP auch nur dann verfolgt, wenn sie selber betroffen ist und nicht, wenn es um andere geht. Aber sehr greifbar ist das Ganze konzeptionell nicht, aber man kann es den Leuten natürlich gut verkaufen, weil auf der Straße ist natürlich da die Differenziertheit zwischen Politik und Strafrecht eher gering ausgeprägt. Widmen wir uns der Gegenwart, also der aktuellen. Es war ja immer wieder die Rede in den letzten Tagen von Handlungsfähigkeit, Amtsfähigkeit. Ist denn diese Regierung neu, also mit dem neuen Kanzler, aber doch mit allen anderen Ministerinnen und Ministern unverändert, ist denn die überhaupt handlungsfähig? Also wird das jetzt weiter so konstruktiv gehen, was man ja gehört hat, auch von Seiten der Grünen, es wäre so konstruktiv gewesen, wie behauptet, wie schätzt du das ein? Die Frage ist halt, wie man Handlungsfähigkeit definiert. Eine Regierung, die sich nicht mehr zum Ministerrat trifft und weigert, Regierungsvorlagen im Nationalrat einzubringen. Eine Regierung, die keine Verordnungen mehr erlässt, die ist nicht mehr handlungsfähig offensichtlich. Eine Regierung, die sich streitet und das aber trotzdem noch macht, ist meiner Meinung nach handlungsfähig. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Zweifel an der Handlungsfähigkeit des Herrn Bundeskanzlers gehabt. Das war halt ein Argument der Grünen, um ihn abzusägen. Also ich hätte eher ein Problem gehabt mit der Frage, ist der Herr Bundeskanzler nach diesen Vorwürfen moralisch geeignet, noch dieses Amt auszuüben. Man kann natürlich darüber streiten, ja, er wird so beschäftigt damit sein, diese Vorwürfe zurückzuweisen und so weiter und so fort. Ja, aber dass man daneben nicht auch noch Bundeskanzler sein kann, hätte ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht gesehen. Mein Problem ist eher mit das der Vorwürfe, die ja, auch wenn die Unschuldsvermutung strafrechtlich gilt, zumindest politisch ein Bild der Republik Österreich zeichnen, das man weder im Inland noch im Ausland sehen möchte. Und da muss man dann halt auch so viel sein und sagen, okay, ja, ich halte daran fest, dass ich nichts getan habe, aber zum Wohle des Landes ziehe ich mich zurück. So ungefähr hat der Herr Bundeskanzler das ja dann nach langen Wehen dann auch formuliert. Handlungsfähig wird die Regierung sicher sein. Die Frage ist halt, was der Herr Kurz jetzt aus der Rolle des Clubobmann heraus macht, weil wenn er jetzt dasselbe Theater anfängt, wie er es damals geliefert hat bei Kern und Mitterlehner, wo er ja, wie wir jetzt auch dezidiert wissen, diese Regierung massiv sabotiert hat, um sein eigenes politisches Fortkommen zu bewerkstelligen, dann sehe ich für diese Regierung eher schwarz als türkisgrün. Ist denn damit zu rechnen, dass es Störaktionen geben wird von türkisen Ministerinnen und Ministern? Naja, da sind jetzt sicher einige Rechnungen offen. Die Frage ist, wie man sie begleichen will. Will man jetzt einmal ruhig sein, um in ein Fahrwasser zu kommen, in dem beide Parteien aus Neuwahlen nicht katastrophal aussteigen? Denn ehrlich gesagt rechne ich damit, dass wir nächstes Jahr wählen werden, so oder so. Oder fängt man an, jetzt diese Regierung schon zu sabotieren, um dann die Grünen als die Destabilisateure irgendwie dastehen zu lassen? Es wird einem schon was einfallen, wie man es macht, aber das werden die nächsten Tage und Wochen weisen. Ich nehme jetzt einmal an, dass man jetzt einmal das Budget und das Vereinbarte durchbringt. Die Frage ist halt, was kommt danach? Was passiert mit den Projekten, die dann noch übrig sind? Was passiert mit dem Informationsfreiheitsgesetz? Was passiert mit dem angekündigten Bundesstaatsanwalt? Was passiert mit den vielen, vielen Seiten des Regierungsprogrammes, die da nicht umgesetzt sind? Findet man dazu einen Weg oder werden dann da die Messer ausgepackt und im Gedächtnis an den geschiedenen Bundeskanzler geschliffen? Man weiß es nicht. Das traue ich mich auch nicht zu sagen. Ich kann da in die Strategie nicht hineinsehen, wenn sie überhaupt schon eine haben, was auch nicht sein muss. Kommen wir zum neuen Kanzler, Alexander Schallenberg. Er ist ja, also eine Frage muss ich dir stellen, Moritz, weil du ja auch bekannt bist dafür, dass du so ein Faible für Geschichte hast, dass du ein Historiker bist, also mit Leib und Seele. Er ist unser erster adeliger Kanzler, oder? Seit 1920, könnte ich es nicht sagen, seit 1945 auf jeden Fall. Ja. Aber seit 1920 kann schon sein, dass einer von denen aus einem ursprünglich adligen Hause, der Adel ist ja abgeschafft, gestammt ist. Theodor Körner, der Bundespräsident, war auch adlig. Aber ansonsten war in der Zweiten Republik der Adel eigentlich eher aufs Außenministerium beschränkt. Da war er immer zu Hause. Das ist auch ein Überbleibsel aus der Monarchie, wenn ich dir einen kurzen Exkurs geben darf. Ohne dass du und die Hörer jetzt einschlafen. Aber wir haben ja die
Regierungschefinstitutionen, also die Kanzlerämter, die Ministerpräsidenten und die Staatskanzleien in Europa sind ja großteils aus den Außenministerien entstanden. Und zwar auch deshalb, weil die Außenminister lange Zeit noch das letzte Prärogativ der Krone waren, sprich auch in Zeiten, in denen immer mehr Konstitutionalismus gekommen ist, in denen die Parlamente immer mächtiger geworden sind, hat der Herrscher sich das immer vorbehalten, das Außenministerium zu haben. Ganz einfach auch deshalb, weil Außenpolitik als eine Politik zwischen Herrschern gesehen wurde und nicht zwischen Staaten. Das heißt, man hat ja miteinander nicht nur Politik verhandelt, sondern auch Familiäres. Und das hat sich in Österreich zum Beispiel dadurch ausgedrückt, dass es da das Außenministerium gegeben hat, das ja den offiziellen Titel K&K, Ministerium des Äußeren und des Kaiserlichen und Königlichen Hauses getragen hat. Sprich, das war auch das persönliche Ministerium des Kaisers, das auch Familienangelegenheiten zu bewerkstelligen hatte, und im heutigen Bundeskanzleramt ist ja deshalb dahinter auch nicht umsonst das Haushof und Staatsarchiv angesiedelt, und wir haben dieses Zusammenwirken aus Bundeskanzleramt und Außenpolitik eigentlich in Österreich noch bis in die Zweite Republik. Das heißt, wir haben eigentlich in der gesamten Ersten, zu Beginn der Zweiten Republik, kein eigenständiges Außenministerium, sondern wir haben einen Kanzleramtsminister, der die auswärtigen Agenten miterledigt, aber offiziell ist das alles noch im Bundeskanzleramt drinnen, weil das eben aus der Monarchie noch kommt, mit dieser gemeinsamen Spange zur Außenpolitik hin. Und dann wird, glaube ich, Kreisky der erste Außenminister mit Außenministerium. Aber im Außenministerium bleibt der Adel vorherrschend, weil das eben auch die Leute sind, zu denen der Kaiser das höchste Vertrauen hat. Und wenn sie schon nicht adlig waren, dann hat man sie halt eben geadelt. Und dadurch, dass das Außenministerium auch, wie soll ich sagen, eine sehr familiäre Veranstaltung ist, wo die Kinder dazu tendieren, die Aufnahmetests zu schaffen, die auch ihre Eltern schon geschafft haben, kommt es halt immer wieder vor, dass da Familien über Generationen anzutreffen sind. Dass die immer selben Nachnamen über Jahrzehnte auftauchen. Ja, die Nachnamen sind dann halt auch oft so einprägsam, dass es halt schwer ist zu sagen, ja, mit denen ist man nicht verwandt. Sag einmal so, es gibt nicht sehr viele Mosers dort. Also, es gibt schon mehr Menschen, die einen Bindestrich im Namen haben oder eben einen klingenden Namen wie Schallenberg. So heißt jetzt der Hausmeister ums Eck eher nicht. Das ist interessant, weil es tatsächlich über Jahrzehnte so beobachten ist, dass im Außenministerium immer wieder adelige MitarbeiterInnen zu finden sind. Und wenn man dann so nachfragt, woher das kommt, kriegt man sehr oft zur Antwort, naja, die können sich benehmen, die haben eine gute Kinderstuben gehabt etc. Aber jetzt zurück zum Kanzler Schallenberg, der eben auch aus einer adeligen Familie stammt. Ich habe das ganz interessant gefunden, dass das immer eher so mit Augenzwinkern kommentiert wird. Also so, als wäre das Teil einer lustigen Operette, die ja eh nicht ernst zu nehmen ist. Jetzt ist der halt adelig und so. Ist das jetzt so weit, so lange her, der Adel, die Monarchie in Österreich, dass wir da drüber stehen und sagen, das spielt überhaupt keine Rolle für uns? Kann ruhig, können alle adelig sein in der Regierung, auch der Kanzler? Ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Problem damit, dass der zu ernennende Herr Bundeskanzler aus einem ehemals adligen Haus stammt. Diese Familien haben ja alle ihre Titel eingebüßt. Diejenigen, die noch immer darauf bestehen oder sie auf Visitenkarten schreiben, um 4 Cent Strafe zu kassieren oder was das war, glaube ich. Also durch die Hyperinflation sind ja diese Kronenbeträge so abgeschmolzen, wobei, glaube ich, die letzte Judikatur dann sagt, na, die Geldstrafe ist hinfällig, aber es gibt quasi die im Wiederholungsfall dann die Androhung einer Haftstrafe. Ja, also die Leute, die das immer noch machen, sind ja der sogenannte Bahnhofsadel. Also so bezeichnet man die Leute, die Kaiser Karl noch kurz vor der Abfahrt noch geadelt haben. Und die haben dann halt auch meistens so diese Bindestrichnamen, wo sie dann den Vornamen spiegeln, also der Stein Steinhaus oder Stein Steinberg und was auch immer. Und die sind dann diejenigen, die noch gern adlig wären, aber wenn jemand aus mehrere Jahrhunderten gräflichen Geschlechtern stammt wie der Herr Schallenberg, dann hat er das meistens auch nicht nötig. Ich glaube, es gibt so irgendeine Anekdote von einem Mitglied des Hauses Sein Wittgenstein, die gesagt hat, mir sind immer die Sein Wittgenstein Seins. Das ist der Wurscht, was jetzt vorne oder hinten steht. Der Name ist einfach so klingend. Das ist, auch wenn jemand Habsburg heißt, muss ja kein Fond davor stehen, da weiß man auch, wer es ist. Und insofern habe ich auch kein Problem damit, dass da jetzt irgendein Adliger jetzt, was wird in Österreich, ich glaube, noch über 100 Jahren fürchte ich jetzt keine adligen Putsche. Und es ist ja auch eher so, dass es da nicht wirkliche Klüngelschaften gibt,
wo jetzt sich welche verabreden, um irgendwas zu übernehmen. Da haben wir in Österreich andere Vereine, die ich da als bedrohender einschätzen würde als den ehemaligen Adel. Gehen wir zu Alexander Schallenberg noch einmal kurz. Was ist denn jetzt von ihm? Jetzt ist es natürlich noch keinen Tag vor seiner Kanzlerschaft, dass man schon quasi bespricht, was kommt nicht. Aber was ist denn deine Einschätzung? Sehr viele reden davon, Kurz wird weiterhin Kanzler bleiben. Er ist eine Art Schattenkanzler. Andere sagen, er könnte sich emanzipieren. Was ist von ihm zu erwarten? Also ich würde mir von ihm nicht viel mehr erwarten, als dass er jetzt eine Übergangszeit bis zur nächsten Wahl orchestriert. Er hat keine Hausmacht in der ÖVP, er hat keine Hausmacht in der Regierung. Er ist eigentlich ein Kanzler, der relativ wenig selber entscheiden kann, weil er seinen Vorgänger als Klubobmann im Parlament sitzen hat. Irgendjemand hat den Vergleich Molterer Schüssel gebracht. Es ist doch recht bezeichnend, wer da jetzt von beiden in den Institutionen stärker verankert ist. Schallenberg ist ja meines Wissens nach noch nicht einmal ÖVP-Mitglied, also wird es ihm auch schwer fallen, da gewisse Überzeugungsarbeiten zu leisten. Er ist beigetreten, doch. Ah, wirklich? Tatsächlich? Ja, okay. Na, Wunder gibt es immer wieder. Ich gratuliere recht herzlich. Jedenfalls würde ich mich jetzt wundern, wann er jetzt da wirklich groß nach vorne strebt in diesem Amt. Und ich glaube, er ist ein Mensch, der intelligent genug ist, um zu wissen, dass wenn alle Strukturen um ihn herum unverändert bleiben, er nicht derjenige ist, der da groß eigene Akzente wird setzen können. Die Frage ist halt, wie er sich von seinem Vorgänger unterscheidet. Ich halte den Herrn Schallenberg für keinen dummen Menschen, denn seinen Vorgänger im Übrigen auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er etwas mitterlehniger ist als er, also sprich er lieber einen Kompromiss schließt, als etwas zu sabotieren, aber auch da wird man sehen, ob die anderen ihn das lassen. Im Endeffekt, glaube ich, weiß auch der Herr Schallenberg, dass er jetzt eher nicht 10 Jahre lang Kanzler sein wird. Das heißt, diese Möglichkeit, das Amt wird etwas mit ihm machen, er wird sich emanzipieren, die siehst du nicht so für so wahnsinnig wahrscheinlich? Die Möglichkeit gibt es natürlich, aber ich würde sie jetzt nicht als wahrscheinlichste Variante einstufen, nein. Was diese Regierungskrise leider auch ein bisschen freigelegt hat, ist der Zustand der Oppositionsparteien, hat man ein bisschen den Eindruck bekommen. Wie schätzt du den ein? Also viele sagen, es wurde jetzt das erste Mal klar, wie viel Macht eigentlich Herbert Kickler von der FPÖ hat. Viele sagen auch, man hat jetzt auch gesehen, wie schwach die Opposition ist. Die größte Oppositionspartei SPÖ können wir vielleicht auch noch genauer besprechen. Wie schätzt du das ein? Also wir haben bei den Oppositionsparteien momentan zwei, die kampagnenfähig sind. Das sind die NEOS und die FPÖ und eine mehr oder weniger politische Ruine. Das ist die SPÖ. Die halt einfach momentan nicht imstande ist, einen Wahlkampf in einer Art und Weise zu bestreiten, die sie am zweiten Platz hält. Gleichzeitig wissen wir, dass die FPÖ sich mit Kickl radikalisiert hat. Man sieht das ja auch an den Corona-Maßnahmen, wo er sich ja wirklich entblödet hat, einen Arzt dazu zu bringen, der ja auch parteinah war, herzuzeigen, dass er jetzt keine Antikörper hat, weil er ist nicht geimpft. Ja, das ist eigentlich ein Trauerspiel, dass die FPÖ jetzt nicht nur, wie soll ich sagen, politisch im rechten Rand spielt, sondern auch wissenschaftsfern wird einfach, weil das ja an den Schädel greifen ist. Das wäre auch sicher das Problem gewesen, wenn man sich jetzt mit den Grünen und der Opposition irgendwo verständigt hätte, was macht man mit den Corona-Maßnahmen. Weil wenn der Kickl schon von vornherein so ziemlich alles abgelehnt hat, dann wird er vermutlich auch bei der Corona-Politik auf Dingen bestanden haben, die einfach nicht bringbar sind in einer einigermaßen noch rational handelnden Gesellschaft, die nicht völlig dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Und ja, die SPÖ, wie schon gesagt, ist halt einfach ein bisschen ein Trauerspiel. Die SPÖ ist nämlich genau das, was die FPÖ, etwas die ÖVP nicht ist, nämlich nicht diszipliniert. Bei der ÖVP war man wenigstens zu klug, um zu wissen, dass man ein Gegenangebot starten muss von Länderseite, wenn man den Bundesparteiobmann absägt. Bei der SPÖ sägt man ständig die Bundesparteiobfrau ab, ohne ein Gegenangebot zu haben. Sprich, es traut sich von den Herrschaften, die immer alles besser wissen, niemand nach vorne. Womit ich ihnen nicht absprechen will, dass sie es nicht besser wissen. Das kann schon durchaus sein, aber dann muss ich entweder selber mich hinstellen und sagen, ich mach's, oder ich muss jemand anderen nach vorne schicken, dem ich mehr vertraue. Aber mich monatelang einfach nur in meinem Bundesland zu verschanzen und zu sagen, die Randy Wagner gehört weg,
Ob das jetzt die richtige Strategie für die SPÖ ist, wird sie früher oder später selber herausfinden. Und gleichzeitig hat die SPÖ halt einfach auch massive Strukturprobleme. Können wir vielleicht noch kurz darüber sprechen, dass es auch medial so kritisch betrachtet wurde, von einzelnen Medien zumindest, dass Pamela Rendi-Wagner sozusagen Schluss gemacht hat mit der sogenannten Franitzky-Doktrine, keine Zusammenarbeit mit der FPÖ und sich mit Herbert Kickl getroffen hat. Es ist ja nicht zu einer Koalition gekommen, bei weitem nicht, sondern es gab diese Gespräche. Das wurde ihr sogar als Sündenfall, ich zitiere jetzt, ausgelegt. Wie sehr hat denn diese Regierungskrise jetzt Pamela Rendi-Wagner geschadet? Ich glaube, die Regierungskrise hätte Pamela Rendi-Wagner noch mehr geschadet, wenn sie nicht mit dem Kickl geredet hätte. In dieser Situation war das halt einfach meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, und alles andere wäre genauso staatstragend gewesen wie das, was der Herr Bundeskanzler bis zu seinem Rücktritt veranstaltet hat. Also insofern finde ich, sie hat sich richtig verhalten, auch strategisch richtig verhalten. Die Frage ist halt, ob das wirklich ein Bruch der Franitzky-Doktrin ist, weil es gibt einen aufrechten SPÖ-Parteitagsbeschluss, dass nicht mit der FPÖ koaliert wird, und darüber kann sich auch die Frau Rendi-Wagner nicht einfach coram publico hinwegsetzen, ohne dass sie einen gegenteiligen Beschluss herbeigeführt hätte. Also da wünsche ich ihr viel Vergnügen damit. Die Frage wäre vermutlich eher gewesen, ob man eine gemeinsame Regierung unterstützt, die von Beamten oder Experten getragen wird, dass das die SPÖ und die FPÖ gemeinsam in eine Regierung eintreten. Das hätte ihr wahrscheinlich innerparteilich dann schon noch mehr Probleme gemacht. Grundsätzlich hat sie es ja recht gut eingeschätzt, auch in ihrem ZIP2-Interview, nämlich sie ist davon ausgegangen, dass ÖVP und Grüne sich nochmal zusammenraufen, und genauso ist es ja dann auch gekommen. Also ich halte Pamela Rendi-Wagner grundsätzlich nicht für eine schlechte Politikerin. Ich glaube, weiß nur nicht, ob sie wirklich die geeignete Person ist, um die SPÖ zu führen in dem Zustand, wie die SPÖ jetzt ist. Moritz, eine allerletzte Frage, die muss ich dir stellen, weil du warst für mich in meiner Erinnerung an unsere Zusammenarbeit warst du jemand, der wirklich ständig erklärt hat und gesagt hat, dass Österreich einfach ein strukturell korruptes Land ist. Ja? Würdest du sagen, dass das jetzt wieder einmal bewiesen ist? Wie siehst du das? Ja, es ist wieder einmal bewiesen, meiner Meinung nach, aber halt bewiesen unter Anführungszeichen, weil es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber ich interpretiere ja Korruption jetzt nicht nur im streng strafrechtlichen Sinn, sondern für mich ist korruptes Verhalten auch vieles von dem, was leider nicht strafbar ist. Man sieht ja auch, wie Herr Sarkozy jetzt ins Gefängnis geht oder beziehungsweise Fußfessel kriegt für etwas, was in Österreich nicht strafbar ist. Also das zählt für mich eindeutig auch zur Korruption. Ja, man sieht es wieder einmal, wobei ich eigentlich, wenn solche Skandale hochkommen, immer ein bisschen froh bin, weil der Skandal ist ja schon passiert. Das ändert ja jetzt nichts an der Tatsache, dass diese Dinge schon geschehen sind. Dadurch, dass sie öffentlich werden, diskutiert man darüber. Hin und wieder tut sich dann auch ein bisschen was, und es ist halt eine Verbesserung in kleinen Schritten. Jeder Skandal, der platzt, ist ein guter Skandal, weil dann haben wir die Chance, dass sich etwas ändert. Das ist ja fast ein positiver Ausblick sozusagen. Ganz ungewöhnlich, Moritz, für mich, gell? Sehr ungewöhnlich für dich, ja. Lieber Moritz, ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du dir in diesen turbulenten Zeiten für uns Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Du musst auch momentan, glaube ich, sehr viel Überstunden machen und sehr viele kurze Nächte haben, wie alle, die sich in den Medien momentan eben die Nächte um die Ohren schlagen. Danke dir, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast für uns. Sehr gern, Barbara, es hat mich sehr gefreut. Das war es schon wieder mit Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link.